Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute kam das letzte Update für Season 4 raus. Das nächste Update wird schon zur neuen Season 5 mit dem neuen Battle Pass und allen weiteren Sachen sein. Und in diesem Video werde ich euch alle neuen Sachen, die mit dem Update 14.6 in Fortnite reingekommen sind, zeigen. Wenn ihr in Zukunft natürlich hier keine weiteren Videos mehr auf diesem Kanal verpassen wollt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Außerdem schaut auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Dort bin ich zurzeit täglich live, wahrscheinlich heute ab ungefähr 17, 18 Uhr. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und wenn ihr noch ein paar weitere Informationen wissen wollt, die ich jetzt nicht unbedingt immer vom YouTube-Channel bringe, schaut auch gerne vom Twitter-Channel vorbei. Link dazu ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Als erstes beginnen wir direkt mit einer Neuerung, die jetzt nicht direkt mit diesem Update zu tun hat. Die kam nämlich schon gestern rein, und zwar ist das das neue Item-Shop-Design. Das hatten ja schon viele Leute seit 4 Wochen oder so, glaube ich, im Game bekommen können. Allerdings ist es jetzt wirklich für jeden Einzelnen verfügbar. Das heißt, alle sollten jetzt genau dieses Design sehen. Ist im Prinzip wirklich nur eine andere Strukturierung. Bei den Special Packs werden wir demnächst auch noch das letzte Lachen-Bundle bekommen. Das gibt es ja jetzt rein theoretisch schon, allerdings zurzeit nur bei echten Läden, also etwas wie Saturn, Mediamarkt, dort müsste man das bekommen. Und natürlich bei irgendwelchen Keystores wie SCD-Keys oder MMUGR. Dort kann man das zurzeit schon bekommen, im Prinzip dann sozusagen als Code. Aber dass man das hier wirklich im Game kaufen kann, wird wahrscheinlich erst irgendwann im Dezember freigeschaltet werden. Also wundert euch nicht, dass ihr das letzte Lachen-Bundle jetzt noch nicht sehen könnt. Zu den ganzen letzten Cups, die jetzt noch anstehen, hatte ich euch auch schon einzelne Videos hochgeladen, werde ich euch mal oben in der Infokarte verlinken. Das heißt, falls euch das interessiert, checkt das gerne aus. Und dann gibt es im Battle Pass auch noch eine weitere Neuerung, und zwar war ja hier vorher bei diesem Battle Pass Tisch so ein großes Ausrufezeichen drüber. Das ist jetzt verschwunden und wird dann wahrscheinlich bereits in den nächsten Tagen durch den Countdown ersetzt werden. Man geht davon aus, dass das Ganze am Samstag kommen wird, denn diese Woche wird ja auf jeden Fall kein Live-Event stattfinden, ganz einfach deswegen, weil wir am Samstag eben halt bereits den Cup haben, den 1 Million Super Cup. Das Ganze findet auch von 15 bis 22 Uhr fast durchgehend statt, also dort ziemlich safe, kein Live-Event. Das heißt, die letzte Möglichkeit ist dann natürlich nur noch der Samstag da drauf. Das ist dann Samstag der 28. glaube ich, wo wahrscheinlich das Live-Event stattfinden wird. Dann werden wir wahrscheinlich an diesem Samstag hier den Countdown drüber halten. Oder alternativ, falls es nicht am Samstag sein sollte, also nicht am Samstag den 28., wird es wahrscheinlich am Montag den 30. sein. Das ist nämlich der letzte Tag tatsächlich der Season. Die Season geht ja bis zum Montag dieses Mal, nur bis Montag den 30. Und da eine normale Season immer sonst am Donnerstag startet, könnte es immer sein, dass die Season am 30. mit dem Live-Event endet und dann im Prinzip vielleicht mehrere Tage Downtime ist, ähnlich wie beim Schwarzen Loch-Event. Da müsst ihr uns einfach überraschen lassen, wann der Countdown eben mal reinkommt, und dann werden wir es letztendlich auch wissen. Ich werde euch auch auf diesem Kanal kein bisschen etwas zum Live-Event spoilern, also höchstens kommt irgendetwas Offizielles von Epic Games oder es gibt eben halt irgendwelche deutlichen Anzeichen im Game. Allerdings, falls irgendwelche Leaks kommen sollten, werde ich euch dazu nichts informieren, denn ich finde es einfach doof, wenn man sich da so ein bisschen Überraschung wegnimmt, und ich hoffe auch, dass jeder einzelne Twitter-User da draußen keine Leaks dazu bringt. Die meisten sind auf jeden Fall korrekt und machen das nicht, und ich hoffe, da macht auf jeden Fall jeder etwas. Und by the way, dieses Update ist eigentlich hauptsächlich auch nur ein Update, wo die ganzen Live-Event-Files reingekommen sind. Ich glaube, 1,5 GB oder so des Updates sind nur für Live-Event-Files, und das ist schon eine wirklich extrem krasse Menge im Vergleich dazu, dass die Device-Live-Event, was wir in Season 2 hatten, dort hatten wir 300 MB Live-Event-Files. Das heißt, wir können uns auf jeden Fall auf ein richtig, richtig großes Live-Event freuen. Wirklich viel Neues gibt es auf der Karte nicht. Galactus kann man immer noch nicht sehen. Der ist ja vor ein paar Tagen dahinter diesem Berg hinten verschwunden, und er wird wahrscheinlich innerhalb der nächsten Tage, vielleicht sogar am Samstag, wenn der Countdown kommt, wieder auftauchen. Solange kann man nicht, aber auf jeden Fall erstmal Galactus nicht mehr sehen. Und ansonsten gibt es auch generell kaum wirkliche Neuerungen in diesem Update. Es gibt keine neuen Waffen, es gibt nur die Fähigkeit von Venom, die wir jetzt bekommen können. Ich glaube, die gab es aber auch schon vorher, wurde noch zwischenzeitlich wieder deaktiviert. Zumindest gab es die, glaube ich, in dem einen Marvel Cup, beziehungsweise in dem einen Marvel Modus, wo man das Ganze spielen konnte. Es gibt aber zwei kleine Map Updates. Als erstes gibt es den neuen Battle Bus, den kann man, glaube ich, zur Zeit noch nicht sehen, also wird wahrscheinlich wieder ungefähr am Samstag aktiviert, vielleicht sogar auch gleichzeitig mit dem Countdown, und der wurde jetzt tatsächlich komplett umstrukturiert, und es sind tatsächlich jetzt auch alle Battlebusse, die es überhaupt auf dieser Map gibt, umstrukturiert worden, umgebaut worden von Tony Stark, und die haben jetzt alle an dieser Seite die Flügel und haben oben tatsächlich anscheinend keinen Ballon mehr drauf, denn diese Kugel im Prinzip, wo vorher mit der Ballon aufgepustet wurde, geht jetzt so leicht nach hinten, und hier ist hier mal eigentlich kein Cage mehr, wo im Prinzip der Ballon
Ballon dranhängen kann. Das heißt, sie wird wahrscheinlich tatsächlich einfach nur normal fliegen und nicht mehr an einem Ballon wie ein Zeppelin hängen. Eventuell könnt ihr etwas schneller fliegen, da das Ganze am Samstag reingepackt wird ins Game. Kann es auch sein, weil natürlich danach keine Live-Events, keine Cups mehr sind, dass wir eventuell das dann auch bekommen können, weil es letztendlich keine Cups mehr stört. Ansonsten glaube ich aber eigentlich ehrlich gesagt nicht wirklich, dass dieser neue Bus irgendwie schneller sein wird. Wird dann wahrscheinlich ein bisschen komisch aussehen mit so einem Düsenantrieb mehr oder minder und genauso langsam fliegen wie vorher. Aber ist letztendlich auch nur eine Vorbereitung aufs Live-Event, weil wahrscheinlich die Battlebusse ziemlich safe etwas mit dem Live-Event dann am Ende zu tun haben. Die beiden Henchmans haben jetzt auch wieder ihre Position gewechselt und die schauen jetzt im Prinzip hier einfach in den Horizont rein. Im Prinzip wirklich genau auf der anderen Seite, wo Galactus ist. Galactus befindet sich ja irgendwo so an der Ecke und die schauen im Prinzip wirklich in eine komplett andere Richtung. Und soll wahrscheinlich so ein bisschen symbolisieren, dass sie nicht schlecht sehen. Die sitzen auch teilweise hier auf Stühlen herum, gerade anscheinend nicht. Gerade haben die anscheinend nicht so viel Lust darauf. Auf jeden Fall sitzen die hier manchmal herum und chillen im Prinzip ein bisschen. So eine ähnliche Szene hatten wir bereits schon mal. Und zwar war das Ganze in der Season X zum The End Live Event. Und dort schauen hier auch die ganzen Fortnite Skins so in die Ferne hinein auf die Berge, die außerhalb der Fortnite Map sind. Und das ist schon relativ vergleichbar. Also könntest du eventuell jemand wirklich wieder auf so etwas hinauslaufen wie beim Schwarzen Loch Live Event. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt darauf. Und falls natürlich irgendwelche Informationen zu den Zeiten vom Live-Event kommen sollten, werde ich euch darüber natürlich informieren. Ich hoffe, euch hat das Video auf jeden Fall gefallen. Wenn es sein sollte, lasst gerne eine Bewertung da. Schaut nachher auch gerne auf dem Twitch-Kanal vorbei und dann bis zum nächsten Video oder bis nachher am Stream. Ciao.